Und den Bildschirm noch auf Zimmermodus. Habe ich schon. Die sehen wir uns jetzt. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, alle können uns hören. Und bevor ich starte, der erste technische Hinweis, bitte alle Teilnehmer auf ihrem Monitor schauen und das Kamerasymbol ausmachen und auch das Mikrofon ausmachen. Sonst gibt es Rückkopplungen zu uns. Also alle nochmal auf den Monitor bitte schauen und den Kameramodus und den Mikrofonmodus ausmachen. Ich darf ein herzliches Grüß Gott an alle schicken, hier aus den schönen Räumen der Artemed Holding. Wir sitzen direkt neben dem Benediktus-Krankenhaus Tutzing und Herr Professor Pfander und ich. Wir sitzen in Corona-untauglichem Abstand, deswegen ohne Mundschutz. Wir dürfen Sie durch den heutigen Fortbildungsnachmittag begleiten. Wir haben viele positive Rückmeldungen aus den letzten Jahren zum Thema Tutzing praxisnah mitgenommen und wollten Ihnen dieses Jahr auch etwas bieten. Trotz Corona haben wir gesagt, wir wollen so praxisnah sein, wie es geht, und haben uns ein Thema rausgesucht, das uns alle angeht. Herr Professor Pfander und mich, glaube ich, fast täglich, Sie sicherlich auch. Nacken, Schulter, Armschmerz. Bei mir auch ein bisschen negativ unterlegt, weil es ein bisschen stressig ist, unklar ist, was dabei rauskommt oft. Und wir hoffen, dass wir heute ein bisschen dazu beitragen können, wie man die Diagnosen ein bisschen sortiert, wie man weiterkommt. Wir haben uns auf den orthopädisch-wirbelsäulenchirurgischen Sektor konzentriert. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir nächstes Jahr diese Veranstaltung hoffentlich wieder live mit Ihnen zusammen machen, dass wir unsere Neurologen, unsere Kardiologen mit dazu holen. Dann haben wir vielleicht für dieses gleiche Thema die entsprechende Expertise auf den anderen Gebieten auch noch eine Möglichkeit. Kurz wollte ich, bevor wir ins Thema einsteigen, ein paar technische Sachen sagen. Falls Sie nicht vertraut sind mit solchen Online-Meetings, Sie können uns sehen und hören, wir Sie nicht, was für uns in gewisser Weise ein bisschen langweilig ist, aber es gibt eine Chat-Funktion, die bitte auch nutzen, um nach meinem Vortrag und auch nach dem Vortrag von Herrn Professor Pfander Fragen oder Kommentare an uns zu richten. Wir werden nach den Vorträgen diese Chat-Funktion hier einblenden und entsprechend antworten. Wir werden dieses Meeting ungefähr 60-70 Minuten halten. Wir werden nach jedem Vortrag ungefähr 7-8 Minuten lang die entsprechenden Fragen beantworten. Wenn es technische Störungen gibt, dann keine Angst, wir haben das Ganze über die Frau Will, die gerade eben wieder ins Bild hineinläuft, von unserer Marketingabteilung Unterstützung mit unseren technischen Medien, und wir werden dieses ganze Meeting aufzeichnen und für Sie auf die Homepage stellen, sodass man, wenn Sie zu spät sind oder es zeitlich nicht geschafft haben, dieses ganze Meeting nochmal selbst anschauen können. Zum Thema Punkte haben wir schon auf der Einladung geschrieben. Bitte Ihre EFN-Nummern der Frau André schicken. Die E-Mail-Adresse haben Sie sicherlich alle vorliegend. Wir werden dann die entsprechenden Nummern an die Blake weiterschicken. Dann können wir starten und ich beginne meinen Vortrag. Wir machen jetzt gerade... Ach, das ist die Frau Ohr, die müssen dann nochmal. Bitte nochmal den Hinweis an alle, die Kamera ausstellen und auch das Mikrofon ausstellen. So. Ich reduziere gerade, jetzt sehen Sie mich nicht. Ich hoffe, Sie können mich alle gut hören und haben auch das richtige Bild. Sie sollten jetzt unsere beiden Gesichter sehen, das Gesicht von Herrn Professor Pfander und mir. Dann haben Sie schon mal alles richtig gemacht bis jetzt. Ich werde in das Thema einsteigen aus Sicht des Wirbelsäulenspezialisten. Mein Name ist Dr. Zenz, ich bin hier der Chefarzt der Abteilung und habe hier mal so ein bisschen provokatives Bild aufgebracht. Es geht ja
hauptamtlich um die Halswirbelsäule in meinem Vortrag und da kann man schon mal sehen, wie unterschiedlich da die Halswirbelsäulen so ausgeprägt sind. Wie ich schon erwähnt habe, gibt es ganzen Haufen Differentialdiagnosen zu diesem Thema und wenn wir uns daran erinnern, was uns der Patient sagt in der Sprechstunde, es geht um Nackenschmerz, Schulterschmerz, teilweise Armschmerz, dann geht es zumindest mir so, dann tauchen die ein oder anderen Diagnosen in meinem Kopf auf und ich versuche irgendwie schon im Gespräch ein bisschen einzugrenzen. Ich möchte ein bisschen ausholen, weil wir das ja auch ein bisschen im Arztgespräch oder unter uns Ärzten, möchte ich gerne auch ein bisschen auf die Anatomie auslegen und da ist hilfreich, wenn man sich die Wirbelsäule als Kranmodell überlegt. Man hat sozusagen den Kranfuß als Wirbelsäule und den Muskelzug hinten, um diese Wirbelsäule und die Last, nämlich den Körper, zu halten, hinten. Grob gesagt kann man einteilen in Störungen der reinen knöchernen Wirbelsäule, die durch jetzt reine Muskeltherapien natürlich nicht gut beherrschbar sind. Auf der anderen Seite hat man im Bild unten die an sich intakte Kranfunktion, nur hinten der Muskelzug stimmt nicht. Also da kann man auch ein bisschen überlegen, zu welchem Zeitpunkt kann eine konservative oder operative Therapie indiziert sein. Auch ein Bild, das bei mir in der Sprechstunde hängt, das ist vom Herrn Netter gezeichnet, ein ganz bekannter, leider schon verstorbener amerikanischer Zeichner, der hier nochmal aufzeigt, was Sie sicherlich alle kennen, die Dermatome. Die Schmerzangaben des Patienten werden gleich übersetzt in Dermatome, wenn es denn möglich ist, wenn sie denn überhaupt Dermatomen folgen. Und so sind wir grob am Rumpf in Querlinien und an den Extremitäten in Längslinien aufgebaut. Und wenn es jetzt um das Thema Nacken-Armschmerz geht, dann versucht man den Patienten natürlich zu fragen, wo zieht denn der Schmerz entlang? Und wenn er da recht genau ein Dermatom abfährt, dann ist man bei den Differentialdiagnosen vielleicht schon einen Schritt näher Richtung Halswirbelsäulenursache. Bei den Beschwerden kommen natürlich von Patientenseite durch die Bank alles durcheinander und ich versuche es ein bisschen zu sortieren in die linksseitig dargestellten Rückenschmerzen unter der Idee, dass mit der knöchernen Wirbelsäule auch ein zum Teil kaputtes Haus gemeint sein kann, also eine knöcherne Störung der Wirbelsäule vorliegt, die eher den Rücken- oder eben Nackenschmerzanteil erzeugen. Und der Teil der Schmerzschilderungen, die Richtung Schulter, Arm gehen, versuche ich zu erklären, dass das fortgeleitete Schmerzen sind, die also Nerven betreffen, Nervenengpässe, eine Störung dieser Wasserverteilung hier oben zum Beispiel. Also ich versuche immer, die Beschwerden ein bisschen einzugrenzen in Nacken- oder Armschmerz. Natürlich auch, was für die Patienten entsprechend schlimmer ist. Die Untersuchung an der Wirbelsäule geht recht standardisiert ab. Ich glaube, die macht jeder von uns mehr oder weniger gleich. Wir haben die Anamnese, wir haben die Untersuchung der Kennmuskeln, der Kennreflexe und auf der rechten Seite dargestellt der Hautbezirke, die entsprechend gefühlsgestört oder nur schmerzhaft sind. Wenn hier wirklich ein Kennmuskel schwächer ist oder auch ein Rezept, ein Reflex oder eine Reflexzone gesteigert ist, dann gibt es ja schon recht deutliche Hinweise, dass es sich um ein Wirbelsäulengeschehen handelt. Die Untersuchung bei Nacken-, Schulter-, Armschmerz natürlich weit über diese hinaus auch in die orthopädische Richtung. Das nächste Hilfsmittel, das wir in der Sprechstunde zur Verfügung haben, ist das Röntgen. Dort kann man eben auch wiederum den knöchernen Aufbau ganz gut sehen. Wenn man solche Bewegungsaufnahmen macht, auch das ist bei uns jederzeit möglich, dann kann man sehen, ist in diesem veränderten, verschlissenen Fach eine Restbeweglichkeit drin? Ja, nein. Das ist sicherlich ein Grund, der Nackenschmerz erzeugen kann. Also eine Röntgendiagnostik steht zur Verfügung. Natürlich geht es mit Schnittbildern weiter. Das CT ist inzwischen weit in den Hintergrund gerückt. Es sind beides Untersuchungen, die im Liegen stattfinden. Und so finde ich persönlich immer spannend, was tut sich zwischen liegend Darstellung und stehendem Röntgenbild. Hier sieht man im CT schön, das ist der Patient von vorhin, wie dieses Segment doch recht über lange Zeit verschlissen und gealtert ist.
Das hier rechts ist ein anderer Patient. Hier sieht man im Kernspin die Bandscheibenvorfälle. Man sieht auch das Rückenmark und kann hier sicherlich schon ganz gut Richtung Diagnose starten. Wenn diese ganze Bildgebung nicht recht weiterhilft und der Schmerz nicht gut bis dato erklärbar ist, dann kann man auch noch ganz selten zu einer Durchleuchtung greifen. Man kann sozusagen die Endpositionen in Durchleuchtung abfahren und kann sich die Segmente anschauen, ob sie sich harmonisch bewegen, ob irgendwo eine Verhakung stattfindet. Eine sicherlich seltene Untersuchung, aber sozusagen auch im Portfolio vorhanden. Ich mache weiter. Wir stehen immer noch ohne Diagnose da. Der Patient hat Beschwerden und wir denken uns, es könnte von der Wirbelsäule kommen. Es geht mit invasiver oder teilinvasiver Diagnostik weiter. Wir haben hier, das wissen Sie sicherlich alle schon, einen Infiltrationsraum, in dem wir unter Röntgenbildwandler sogenannte Wurzelblockaden setzen können. Wir können auch Wirbelgelenke am Hals, auch an der Lendenwirbelsäule, gut blockieren. Das sind also Spritzen, die Betäubungsmittel enthalten. Und unter der Idee, dass Sie diesen Schmerz, auch wenn es nur ein paar Stunden sind, ausschalten, uns allen helfen, den Schmerzfokus zu finden. Immer noch auf der Schiene unklare Diagnostik bei Nacken-, Schulter-, Armschmerz können wir andere Fachrichtungen hinzuziehen, teils im Haus, in Personam Professor Pfander oder eben auch wirklich andere, teilweise kommen Patienten von anderen Ärzten, Zahnärzten, Hals-Nasen-Ohrenärzten. Ich komme nochmal darauf zurück. Es ist ein bisschen, finde ich, auch undankbar, weil wir eben einen Mix aus verschiedenen Symptomen haben, die sich so ganz einfach nicht immer auf ein Organ konzentrieren lassen. Ist die Diagnose klar oder immer noch nicht? Ich hoffe zu diesem Zeitpunkt, dass wir dem Patienten genau sagen können, dass er jetzt zum Beispiel in der Wirbelsäulensprechstunde richtig sitzt. Ich möchte jetzt zum Schluss noch zwei Krankheitsbilder vorstellen, die ich sehr häufig sehe und versuche, so praxisnah es geht, ein bisschen durchzugehen, um Ihnen allen ein bisschen das Flussschema klarzumachen, in welche Richtung es denn geht. Bei einem Bandscheibenvorfall hört man sehr oft die Anamnese eines plötzlich einsetzenden Nackenschmerzes. Meistens ist zu dem Nackenschmerz auch ein Ausstrahlen bis in die Finger vorhanden. Anders als an der Lendenwirbelsäule, wo dieser Rückenschmerz oder Hexenschuss ja doch auf den Rücken begrenzt bleibt, ist es am Nacken doch ganz klar mit meist einseitiger Armschmerzhaftigkeit behaftet. Die Schmerzqualitäten werden kribbeln oder brennen angegeben. Und wie gesagt, das akute Einsetzen ist typisch. Es ist in der Anamnese doch oft eine seltene Bewegung, ein blödes Manöver, irgendein vielleicht auch Sturz dabei, also schon ein akutes Moment, in dem dieser Nackenschmerz auftritt. In der Untersuchung zeigt sich oft ein schmerzgeplagter Patient. Die Bewegungsbeurteilung der Halswirbelsäule führt ja zwangsläufig zu einer Veränderung der Neuroforamina, sodass, wenn vom Patienten bis dato nicht vermieden, Bewegungen auf jeden Fall jetzt im Test vermieden werden, weil sie wehtun. Und so ist das Stirling-Zeichen ein ganz klares Zeichen eines Nervendruckes. Man neigt den Kopf zur Seite und rotiert in die gleiche Seite. Das gibt den maximalen Stress auf die gleichseitigen Neuroforamina. Und bei Bandscheibenvorfällen wird diese Bewegung zu einem sofortigen Schmerzäußern des Patienten führen. Wir vermerken das dann als Stirling positiv und damit haben wir sozusagen einen Hinweis darauf, dass auf jeden Fall dort der Fokus doch auf einem Neuroforamen liegen kann. Es kommt die Untersuchung der Kennmuskeln dazu und natürlich müssen wir die orthopädische Schiene mit Schulteruntersuchungen auch mit beurteilen. In dem entsprechenden Alter ist natürlich hier ein Mischbild vorliegend und auch hier muss man dann aufstellen, was für den Patienten vielleicht wichtiger ist und wer vielleicht zuerst der tätige Arzt ist. Ein Röntgen ist in so einem akuten Fall wenig hilfreich. Ich selbst habe sozusagen fast aufgehört, so jemanden zu röntgen, weil ich keine Hinweise habe, dass dort knöchern etwas kaputt sein könnte. Es sei denn, irgendein Unfallmechanismus ist dabei. Aber das Zielführende ist eigentlich das Kernspin heutzutage und
nach diesen Anamnese-Untersuchungen und Kernstudien ist man eigentlich mit der Diagnose klar. Eine Frage, die wir jetzt sicherlich, wenn wir uns live treffen würden, trefflich diskutieren könnten, ist denn, was machen wir damit? Wann wird denn operiert und wann nicht? Für diesen Fall gibt es klare Leitlinien, die wir uns hier halten und die sagen, dass das reine Schmerzempfinden und auch eine Gefühlsstörung bis hin zur kompletten Taubheit keine direkte Operationsempfehlung gibt. Die Operationsempfehlungen sind die Schwäche, genauer genommen die höhergradige Schwäche des entsprechenden Kennmuskels und ein nicht tolerierbares Schmerzniveau trotz laufender oder ausgeschöpfter konservativer Therapie. So kann man den Patienten gut führen und wenn man ihm das genauso erklärt, dann versteht er auch, warum man vielleicht dann auch in der Sprechstunde ihm wirklich direkt den Operationsvorschlag machen muss und ihn nicht mehr konservativ behandeln kann, wenn zum Beispiel der Bizeps wirklich gerade in der Führungshand deutlich schwächer ist. Hier haben wir einen klassischen Bandscheibenvorfall im Kernspinn gut zu sehen an dieser Vorwölbung. Die axialen Schichten habe ich jetzt hier nicht mehr drauf. Dort kann man noch genauer sehen, wo er liegt. Und in dem Fall ist das der 7. Halswirbel, das der 1. Brustwirbel. Es geht also um die Nervenwurzel C8. Und die Untersuchung für diese Nervenwurzel ist die Untersuchung der gespreizten Finger, also der Musculi interossei. Die sind erstaunlicherweise wirklich deutlich schwächer als auf der anderen Seite. Und man kann hier dann eben den Nervendruck sehen. In so einem Fall sicherlich eine Operationsempfehlung. Die Operationsvarianten haben sich eigentlich von dem unten im Bild dargestellten Fusionieren einer betroffenen Bandscheibe hin nach oben Richtung Bandscheibenprothetik entwickelt. Seit ungefähr 15 Jahren gut in wissenschaftlichen Untersuchungen herausgefunden ist die Bandscheibenprothese eigentlich das geeignetere Mittel. Die Anschlussprobleme bei Fusionen kennen wir, glaube ich, alle. Und so ist eigentlich auch kein Altersschnitt oder eine Altersbenchmark mehr, ab der man keine Prothetik mehr einbaut. Es geht eher um Begleiterkrankungen, um die Zustände der Facettengelenke. Also ich selbst gehe inzwischen weit, sozusagen in die 50er, 60er Jahre, Patienten eine Prothese anzubieten. Das zweite Krankheitsbild möchte ich kurz erklären. Arthrose der Wirbelgelenke, also sozusagen der klassische Nackenschmerz, der jetzt so ein bisschen in den Trapezmuskel ausstrahlt. Die meisten Patienten kommen eigentlich mit einer Myogelose im Trapezius und haben natürlich das nicht zum ersten Mal, schon dann länger, manchmal auch getriggert durch Wetterumschwünge. Jetzt ist da wieder Nackenzeit. Der Beginn also langsamer, über viele Jahre bekannt. Die Patienten kommen, weil sie einfach wieder einen Schub haben und nicht recht wissen, die Rotlichtlampe hilft nicht mehr und irgendwie wollen sie die Sache ein bisschen auf den Grund gehen. Die Untersuchung ist recht unspezifisch. Man findet ja keinerlei Kennmuskelanomalien oder sonstige auffallende Untersuchungen, außer einen sehr schmerzgeplagten Patienten mit wenig Aussagekraft in der Untersuchung. Röntgen und Kernspin oder CT führen eigentlich auch zu meist ja bei älteren Patienten verschiedenen Verschleißzeichen und so ist eigentlich die Arthrose, zum Beispiel die aktivierte Arthrose, die man im Kernspin herausfiltern kann, dann sozusagen sicherlich ein Hauptteil der geklagten Beschwerden. Und bei so einem Patienten, da rät man eigentlich als erstes natürlich nicht zur Operation. Es sind viele Patienten, die schon durch Schmerztherapien, durch verschiedene konzeptive, von ihnen verschriebene Therapien gelaufen sind und einfach nicht mehr recht klarkommen. Man kann die erwähnte Infiltration nutzen, um hier auch entsprechende aktive Arthrosen anzuspritzen. Und es ist jetzt gerade die Industrie dabei, die von der Lendenwirbelsäule bekannte Gelenkverödung jetzt auch an den Hals zu transportieren, dass man sozusagen auch Nervenverödungen am Hals machen kann. Es ist jetzt bei uns noch nicht praktiziert, aber wir warten mal, was die Technik bringt. Sicherlich nach einem Ansprechen auf Infiltration eine ganz elegante Methode, erstmal auf Versteifungsoperationen aller Art verzichten zu können. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen die Nacken-, Schulter-, Armschmerzen aus wirbelsäulenchirurgischer Sicht
klargestellt, leider fehlt natürlich die Interaktion mit Ihnen im bekannten Tutzing-Praxisnah-Format. Aber ich hoffe, es war was dabei für Sie und ich darf mich sozusagen mit diesen Bildern auch von meinem Vortrag verabschieden. Ich wollte hiermit nochmal zeigen, dass eine Abnutzung der eigentlichen Wirbelsäule und ein führender Nackenschmerz strukturell auch zu massiven Störungen der Nerven zentral wie auch foraminal führt. So sind eben in meiner Sprechstunde die meisten Patienten sicherlich mit einem Mischbild aus Nacken- und Armschmerz vergesellschaftet, in dem Alter natürlich mit verschiedenen orthopädischen Problemen. Und dort ist sozusagen die Tür-an-Tür-Möglichkeit bei uns in der Klinik mit Herrn Professor Pfander und seinem Team bestens geeignet, Patienten auch spontan ins Nachbarzimmer zu schicken. Und man übernimmt spontan einen Patienten und legt fest, ob es vielleicht eher in die orthopädische Weiterbehandlung geht. Das sozusagen bei uns auf dem kurzen Dienstweg gut möglich. Ich fasse zusammen, es ist sicherlich für uns alle schwierig, bei solchen Symptomen die Diagnose genau festzulegen. Und es geht wie immer darum, dass man alles ausschöpft, was man ohne Operation hinbekommen kann. Wenn die entsprechenden Operationsgründe da sind, dann sind wir parat und können die entsprechenden Operationen jederzeit anbieten. Ich bedanke mich und wir schalten jetzt in den Chat. Wir versuchen es. Wie gesagt, wir sind hier die Neulinge in diesem Format und versuchen jetzt mal die Chat-Funktion zu aktivieren, um Fragen und Anregungen direkt zu beantworten. Sie haben die Möglichkeit, über ein Chatfenster auf Ihrem Bildschirm unten uns eine Frage zu schicken. Wir können eigentlich in den Kameramodus gehen. Hier kommt eine Frage von der Frau Holzapfel. Sensibilitätsstörungen sehen Sie nicht als OP-Indikation? Das stimmt. Es ist die Sensibilitätsstörung offiziell kein Operationskriterium. Ein bisschen relativieren muss man das natürlich. Ich hatte zum Beispiel mal einen Profi-Geiger, der natürlich mit einer Sensibilitätsstörung überhaupt nicht klarkommt. Insofern, glaube ich, muss man es individuell abhängig machen davon. Aber es ist in den Leitlinien eine Sensibilitätsstörung offiziell kein Operationsgrund. Nächste Frage, in welchen Abständen machen Infiltrationen Sinn als Dauertherapie? Wir haben ja hier in Tutzing schon seit vielen Jahren die Infiltrationen. Wir haben, wie soll man sagen, einen Patientenpool, der aus dem eigentlichen Gedanken heraus, eine diagnostische Infiltration zu machen, inzwischen sozusagen eine Art therapeutische Infiltration in gewissen Abständen. Und so sagen wir eigentlich immer, wenn es 3 Monate lang oder länger hilft, dann würden wir Wiederholungen anbieten. Alles, was kürzer ist, glaube ich, hat keinen Sinn. Also bei uns ist sozusagen 3 Monate Linderung durch Infiltration Grund, es wiederzumachen. Auch hier der Hinweis, wir können vielleicht in Zukunft solche Verödungen auch am Nacken anbieten. Dann kann man sich überlegen, ob man dort irgendwann in diese Verödungsrichtung geht. Aber 3 Monate wären bei uns die Linie. Nächste Frage. Wann sehen Sie bei vermuteter Myobilose die Indikation zum MRT? Ich selbst bin als Wirbelsäulenchirurg natürlich in meiner Einschätzung schon sehr abhängig vom Kernspin. So finde ich eine Untersuchung, die nebenwirkungsfrei ist, bis auf das Geld als Nebenwirkung, wahnsinnig wichtig, sodass ich eigentlich meine Empfehlung immer erst mit Kernspin in der Hand ausspreche. Also ich finde, ein Kernspin kann eigentlich nie zu früh sein. Ich will zwar nicht kostentreiber sein, aber ein Kernspin ist ganz oft bei meinen Patienten in der Sprechstunde viel zu selten oder viel zu spät gemacht und man läuft vielen Sachen eigentlich zeitlich hinterher. Also eher der Appell, einen Kernspin doch recht früh zu machen. Nächste Frage. Regelmäßige Physiotherapie über längeren Zeitraum sinnvoll? Auf jeden Fall ja. Ich sage den Patienten, sie mögen sich ein Kreuz im Kalender machen und bilanzieren, ob die bisherigen Physiotherapien eine Linderung gebracht haben. Und auch wenn sie nur das Steady State gehalten haben, die Alltagstauglichkeit, den Alltag zu schaffen, dann finde ich das ausreichend indiziert, weiterzumachen.
Nächste Frage. Achso, eine private Frage, egal. Gute Erfahrung mit Bandscheibenprothesen. Wie lange, da wird auch die Frage nach biomechanischem Sinn gemacht. Ich selbst habe gute Erfahrungen mit Bandscheibenprothesen. Jetzt schon, wie gesagt, bin ich eigentlich Mann der ersten Stunde. Ich war von Anfang an von dem System, dass man bewegungserhaltend operieren kann, überzeugt. Sehr oft haben wir an der Halswirbelsäule Schwierigkeiten nach 10 Jahren, 12 Jahren mit Anschlussproblemen nach Versteifungen. Und die Hoffnung und auch die Wissenschaft weisen darauf hin, dass es mit Bandscheibenprothesen in der Geschwindigkeit nicht zu erwarten ist. Ich würde sagen, ich mache noch 2 Fragen und dann übergebe ich, sonst laufen wir ein bisschen zeitlich aus dem Ruder. Nächste Frage, können Sie alternative Behandlungsmethoden für die Hausarztpraxis empfehlen? Nichts, was ich nicht schon angesprochen habe. Ich halte es immer mit dem Leitspruch, wer heilt, hat recht. Und ob das jetzt sozusagen in Richtung Osteopathie geht, das wäre die nächste Frage. Oder ob man mit manueller Therapie weiterkommt. Ich finde immer, derjenige, der eine Linderung bewirken kann, hat recht. Und so würde ich immer sagen, es wird alles ausprobiert, bis es zur Operation kommt, wenn man denn die Zeit dazu hat. Und die letzte Frage heißt, welche Erfahrungen haben Sie mit Akupunktur? Ich selber jetzt keine. Ich habe natürlich als, wie soll man sagen, klassisch ausgebildeter Unfallchirurg, Orthopäde, mit Akupunktur in meiner Ausbildung leider nicht viel zu tun gehabt. Ich weiß darum und ich weiß, dass viele gut darauf ansprechen, aber auch da gilt eigentlich, wer heilt, hat recht. Und ich würde immer die Akupunktur empfehlen, wenn man genügend Zeit hat, bevor ich zur Operation rate. Ich bedanke mich und darf an den Herrn Professor Pfander überleiten. Und wir haben sicherlich danach noch Zeit, vielleicht die eine oder andere Frage zu beantworten und wünsche viel Spaß und viel Erfolg mit Herrn Professor Pfander. Ja, grüß Gott auch von meiner Seite. Ich darf heute über Schulter-, Nacken-, Armschmerzen aus orthopädischer Sicht sprechen und habe es auch, denke ich, praxisnah aufgebaut. Wir starten den Vortrag, Herr Röhm. Rechts geht's weiter. Ja. So. Zunächst mal haben Schulter-, Nacken-, Armschmerzen natürlich multiple Ursachen, wie gerade schon gehört. Also die Halswirbelsäule hat der Dr. Zenz gerade schon ausführlich dargestellt. Dann natürlich die Schulter, der gesamte Schultergürtel. Und ich werde heute auch kurz über ein paar entzündlich-rheumatische Erkrankungen sprechen, die auch häufig mit Schulterschmerzen einhergehen. Nun, zunächst mal habe ich versucht, für Sie mal zu sortieren, was überhaupt alles so im Schulterbereich zu Schulter-Nacken-Armschmerzen führen könnte. Das sind natürlich einerseits die verschiedenen Pathologien im Schultergelenk selbst, die häufig zu einem subakromialen Schmerzsyndrom führen können. Dann vor allen Dingen auch die Arthrosen einerseits des Schultereckgelenkes, des Schultergelenks selbst, oder eben als Folge einer langjährigen Rotatorenmanschettendefektarthropathie. Wir haben die relativ große Gruppe der entzündlichen Gelenk- oder überhaupt entzündlichen Erkrankungen, unter anderem die Polymyalgia rheumatica oder auch die Late-Onset-Rheumatoid-Arthritis jenseits des 65. Lebensjahres oder auch mal eine Sternoklavikulargelenksarthritis, die häufig mit dem SAFO-Syndrom assoziiert ist. Bakterielle Infektionen, dann die große Gruppe natürlich der Frakturen oder Verletzungen, die ich heute nur ganz kurz ansprechen werde. Dann die habituellen Erkrankungen, dann die habituelle Schulterluxation, aber auch die
multidirektionalen Schulterinstabilitäten, wie häufig auch zu Schulterschmerzen führen kann oder auch die Sternoklavikulargelenksluxation. Und hier oben noch die funktionellen Störungen, das myofasziale Schmerzsyndrom, Rippenblockierung oder eben auch das funktionelle Impingement-Syndrom, über das ich noch sprechen werde. Zunächst mal ist natürlich die Schulter von der Oberfläche, in der Oberflächenanatomie, sehr gut zugänglich. Wir können das Schultergelenk und die gesamten Schultergründe sehr gut untersuchen. Hier nochmal dargestellt, wir haben natürlich hier außen den Delta-Muskel, wir haben Zugang zum Tuberculum Majus Minus, der Spina Scapulae, dem Schlüsselbein, hier den Übergang dann zum Sternum, das Sternoklavikulargelenk. Wir können die Trapeziuskulisse sehen, wir können einschätzen, wie der Schultergürtel konfiguriert ist, ob die Schulter nach vorne gefallen ist, ob irgendwelche Atrophien bestehen, zum Beispiel des Supraoider Infraspinatus, als Hinweis auf eine Pathologie der Rotatorenmanschette. Und das alles ist von außen sehr gut zugänglich und wir können es dementsprechend auch sehr gut inspizieren und auch untersuchen. Ich habe jetzt, da das Thema ja Tutzing praxisnah ist, überlegt sozusagen, wie aus meiner Sicht, welche Dinge besonders wichtig sein könnten. Und für mich ist immer das Entscheidende, wenn ein Patient zu mir reinkommt, sind eigentlich diese 11 Fragen. Sehr einfach, also es ist einerseits natürlich Alter, Geschlecht und Begleiterkrankung und natürlich, ob es irgendwie ein auslösendes Ereignis oder Trauma gab, dass die Patienten berichten natürlich sofort, ob sie irgendwie ein Sturzereignis hatten. Dann ist es akut versus chronisch. Das heißt, gehen die Beschwerden jetzt schon länger als 3 Wochen oder kürzer. Dann sehr wichtig auch, ob einseitig oder beidseitige Schulter-Armschmerzen bestehen, ob es langsam zunehmend ist oder eben plötzliche Schmerzen aufgetreten sind, ob die Schmerzen belastungs- und bewegungsabhängig sind, welche Bewegungen schmerzhaft sind und ob Bewegungseinschränkungen im Schultergelenk selbst aufgetreten sind. Die Seite ist auch wichtig und ob es die händige oder nicht händige Seite ist, ob Ruheschmerzen, nächtliche Schmerzen bestehen, Schmerzstärke natürlich und eventuell eine Morgensteifigkeit. Und ich zeige jetzt immer mal ein paar Fälle und zeige die Anamnese dazu und lass einen Moment stehen und wir können uns an der Stelle überlegen, welche Krankheitsbilder überhaupt in Frage kommen. Zunächst mal hier eine 52-jährige Frau mit dem Diabetes mellitus, hat kein auslösendes Ereignis, sind chronische Schmerzen, einseitig, langsam progredient, hat einerseits belastend zu bewegungsabhängige Schmerzen, alle Bewegungen tun weh, es ist, wie gesagt, ein progredienter Schmerz, es ist die nicht händige linke Seite, es bestehen auch Ruheschmerzen, sie hat sehr starke Schmerzen, 6 bis 7 auf der NRS und es besteht auch eine Morgensteifigkeit. Das heißt, wir können im Grunde sagen, es ist offensichtlich auch eine entzündliche Komponente dabei. Und welche Verdachtsdiagnose haben wir? Welchen klinischen Untersuchungsbefund erwarten wir? Und welche weiteren Untersuchungen sind sinnvoll? Wenn man so ein Bild hört, vor allen Dingen, dass es langsam progredient ist in Kombination mit Nachtschmerzen, alle Bewegungen schmerzhaft sind und wir nochmal auf die Anamnese zurückblicken, Diabetes mellitus Typ 2, muss man immer den Verdacht auf eine idiopathische Schultersteife oder eine adhäsive Kapsulitis haben. Diese Patienten haben häufig eine schmerzhafte Bewegungseinschränkung, insbesondere bei der Hoch- und Tiefrotation des Armes. Und an Untersuchungen sollte man natürlich einmal die Schulter in 3 Ebenen röntgen, ein MRT mit Kontrastmittel machen, also mit Gadolinium, zeige ich gleich noch wieso. Und orientierend auch mal Labor, Blutbild, CRP und die Senkung, die natürlich viel, viel empfindlicher ist als die CRP-Untersuchung. Hier nochmal dargestellt, so ein MRT von der Patientin mit einer idiopathischen Schultersteife. Und worauf ich hinaus will, ist, dass Nachgabe von Gadolinium sich vor allen Dingen dann hier auch unten die Kapsel im Rezessus axillaris anreichert. Und deshalb ist es immer wichtig, dass wenn man Patienten mit einer höhergradigen Bewegungseinschränkung der Schulter hat, auf jeden Fall das MRT mit Kontrastmittel durchführt, weil man sonst diese Kapsulitis eben nicht sieht und eventuell falsche Diagnosen gestellt werden. Unter anderem kriegen wir häufiger mal Patienten geschickt mit Frage im Impingement-Syndrom, weil man hier oben auch eine leichte Bursitis sieht. Aber es ist eben durch das MRT nicht festgestellt worden, dass begleitend auch eine erhebliche Kapsulitis vorliegt, die vor allen Dingen auch die Prognose immer etwas verschlechtert.
Nun, was ist die idiopathische Schultersteife oder adhäsive Kapsulitis? Es ist eine selbstlimitierende, 2 bis 3 Jahre andauernde, in Phasen verlaufende Erkrankung. Der Häufigkeitsgipfel liegt oberhalb des 40. Lebensjahres. Es gibt eben diese Assoziation zu Diabetes mellitus in Schilddrüsenfunktionsstörungen. Und Beginn ist eben häufig auf der nicht-händigen Seite. Das heißt, 20 bis 30% kriegen beidseitigen Verlauf, Befall im Verlauf der Erkrankung. Und die Prävalenz liegt immerhin bei etwa 5% in der Normalbevölkerung und etwa bei 20% bei Diabetikern. Und wir teilen es eben auch in diese klassischen Phasen, die fast immer so ein Dreivierteljahr bis zum Jahr dauern. Das eine ist diese Freezing-Phase. Extrem schmerzhaft mit Synovialitis, Kapsulitis und stärksten Schmerzen. Dann kommt die Frozen-Phase, wo im Grunde die glenohumerale Gelenksbeweglichkeit aufgehoben ist, die Kapsel fibrosiert und dann im 3. Jahr langsam die Beweglichkeit wieder besser wird und die Patienten geringere Schmerzen haben. Was kann man machen? Behandlung einerseits konservativ, Krankengymnastik unterstützend, NSRR, vor allen Dingen ein sehr hoher Stellenwert der Gelenk- oder subakromialen Infiltration mit Lokalanästhetika oder Kortikoiden, oder man kann auch einen oralen Kortisonstoß in der Dosierung beginnen mit 20 Milligramm geben, weil dadurch eben sehr gut die Kapsulitis zu behandeln ist. Begleiten dazu natürlich Krankengymnastik. Im Grunde die operative Behandlung vor allen Dingen in der Phase 2, dann eben im Grunde, um den Krankheitsverlauf zu verkürzen, weil wir sonst häufig einen 3-jährigen Krankheitsverlauf haben, eben typischerweise die Arthroskopie mit Arthrolyse. Gegebenenfalls wird auch subakromial bursektomiert. Und ganz wichtig in der Nachbehandlung ist eben einerseits der Scalenus-Katheter, um regional den Schmerz auszuschalten, dann Krankengymnastik, Motorschiene und auch wieder ein begleitender, niedrigdosierter Kortisonstoß über 3 bis 4 Wochen, damit die Kapsulitis nicht wieder auftritt. Anderer Patient. 45 männlich, hat begleitend arteriellen Hypertonus, kein auslösendes Ereignis. Chronisches Krankheitsbild, vor allen Dingen einseitig, ist die händige Seite, langsam zunehmend, Schmerzen, belastungs- und bewegungsabhängig, vor allen Dingen bei Überkopfarbeiten, ist die händige Seite, sagte ich schon, rechts, und er hat auch zeitweise Ruheschmerz, vor allen Dingen Rechtsseitenlage. Schmerzstärke so bei Belastung NRS 3-4/10 und eben keine Morgensteifigkeit. Welche Verdachtsdiagnose haben wir? Immer das Gleiche. Was könnte es sein? Welche klinischen Untersuchungsbefunde erwarten wir? Und welche weiteren Untersuchungen sind sinnvoll? Also im Grunde spricht relativ viel für ein subakromiales Schmerzsyndrom. Alles, was sich im Grunde zwischen Schulterdach und Humeruskopf abspielt. Einerseits ein Pinchman-Syndrom, es kann natürlich auch mal eine aktivierte Schulter-Eckgelenks-Arthrose sein, die dann eher einen oberen schmerzhaften Bogen hat, aber auch eine Tendinitis der langen Bizepssehne, aber sicherlich natürlich auch eine beginnende oder partielle Ruptur der Rotatorenmanschette. Wir erwarten bei der Untersuchung unter anderem den schmerzhaften Bogen, ich zeige es gleich nochmal zwischen, oder bei der aktivierten Schulter-Eckgelenks-Arthrose, vor allem der horizontale Adduktionstest, also wenn man den Arm in Adduktion überführt. Bizepssehnenprovokationstests können positiv sein und wir können gegebenenfalls bei einer Ruptur abgeschwächte Funktionstests haben, der Subscapularis, Supraspinatus-Sehne oder Infraspinatus-Sehne. Welche weiteren Untersuchungen sind sinnvoll? Natürlich Röntgen der Schulter in 3 Ebenen. Da wird immer True AP gemacht, 30 Grad von innen. Wir machen eine axiale Aufnahme, falls möglich, und die sogenannte Y-Aufnahme, wo wir dann sehr gut auch die Konfiguration des Akromions beurteilen können. Und auch in dem Fall würde ich ein MRT der Schulter empfehlen. Hier, das ist bekannt, ein Impingement-Syndrom, da kommt es zum Einklemmen von Sehnen der Rotatorenmanschette des Schleimbeutels zwischen Oberarm, Kopf und Schulterdach, wie hier dargestellt. Und hier nur nochmal sozusagen gezeigt, also im Grunde ist es der Raum oberhalb der Rotatorenmanschette, der natürlich durch verschiedene Dinge eingeengt werden kann. Abzugrenzen davon ein funktionelles Impingement. Die Patienten klagen immer typischerweise über diesen unteren schmerzhaften Bogen hier zwischen 60 und 130 Grad Abduktion. Der obere schmerzhafte Bogen zwischen 130 und 180 Grad weist eher dann auf eine Schulter-Eckgelenks-Arthrose hin.
Abzugrenzen sind diese strukturellen Impingement-Syndrome, wenn ich kurz noch spreche, natürlich von den funktionellen Impingement-Syndromen, die vor allen Dingen dadurch zustande kommen, dass in der Initialbewegung von Flexion nach vorne oder Abduktion die kaudalisierende Wirkung, Koordination von der Rotatorenmanschette, also insbesondere Supra- und Infraspinatus, nicht adäquat zum Tragen kommen, weil die Rotatorenmanschette wird vor allen Dingen in der Initialbewegung benötigt, um den Humeruskopf zu kaudalisieren. Davon abzugrennen, das strukturelle Impingement-Syndrom, wo es wirklich zur Einengung dieses Raumes kommt, einerseits durch Verkalkung oder Verknöcherung von Bandansätzen, da insbesondere Verkalkung des Ligamentum coracoacromiale. Es gibt auch verschiedene Acromion-Formen, bogen- oder hakenförmig, die nach einem Herrn Bigliani eingeteilt werden, die zur Einengung führen. Es gibt Knochenvorsprünge, es gibt kaudale Osteophyten am Schulter-Eckgelenk bei fortgeschrittenen Arthrosen. Es gibt Kalkherde in der Rotatorenmanschette oder chronische Entzündung und auch die Verdickung der Supraspinatussehne durch chronische Entzündung oder, wie das wir immer wieder sehen, durch Krafttraining kann zu einem Impingement-Syndrom führen. Und hier nochmal dargestellt, hier gibt es so einen kleinen Acromionsporn und Sie sehen eben hier so ein bisschen eine Partialruptur der Supraspinatussehne und hier diese chronische Entzündung in der Bursa subacromialis und der Bursa subdeltoidea und das ist eben ein Patient, dem man natürlich auch dann gegebenenfalls zu den Infiltrationen oder weitere Maßnahmen sehr gut helfen kann. Hier mal andere Beispiele, sozusagen hier mal so eine Schulter-Eckgelenks-Arthrose mit diesen Osteophyten. Und diese Osteophyten können eben dann auch häufig zu einer Einengung des Subakromialraumes führen, weil hier eben zur Einengung der Supraspinatussehne kommt. Mal zwei Beispiele. Und natürlich so ein Patient, wir sehen sie immer wieder in der Sprechstunde, hat natürlich dementsprechend auch eine Hypertrophie des Muskel supraspinatus und diese Patienten haben häufiger, als man denkt, auch Impingement-Syndrome und subakromiale Schmerzsyndrome. Ja, was kann man machen? Konservative Behandlung, hier insbesondere Krankengymnastik mit Fokus auf Muskelkoordination und Kaudalisierung des Humeruskopfes, NSAR, subakromiale Infiltration mit Lokalanästhetika und Cortison, Ultraschalltherapie und entsprechend Kryotherapie. Die operative Behandlung kommt im Grunde nach Leitlinie erst nach 18 Mal Krankengymnastik und bis zu 3 Infiltrationen subakromial in Frage. Man kann bei diesen Patienten, wenn man wirklich einen strukturellen Befund hat, natürlich den Subakromialraum erweitern oder gegebenenfalls die laterale Clavicula-Resektion durchführen. Die offene subakromiale Dekompression, wie früher von Nier durchgeführt, ist eigentlich heute obsolet. Hier nochmal dargestellt, dass der Herr Beger, einer unserer Oberärzte, den der eine oder andere sicherlich kennt, und so wird es gemacht, im Grunde ein Arthroskop von hinten, einerseits ins Schultergelenk selbst eingeschoben, das sehen wir hier sehen wir die Bizepssehne, und dann eben im weiteren Verlauf dann im Subakromialraum geschoben, wo man dann über spezielle Fräsen den Subakromialraum erweitern kann oder gegebenenfalls, wenn es da Probleme gibt, auch einen Teil des Schultereckgelenks präsentieren kann. Ein weiterer Patient, 42 männlich, hat begleitende Hyperurikämie und arteriellen Hypertonus, kein auslösendes Ereignis, akut auf chronisch, hat längere Zeit schon Schulterschmerzen gehabt und die seien jetzt ganz dramatisch verschlechtert, einseitig. Plötzlich eben stärkste Schmerzen, Belastungs- und bewegungsabhängige Schmerzen. Alle Bewegungen sind eingeschränkt und er hat auch eine progrediente Bewegungseinschränkung, Seite ist händlich rechts. Ruheschmerzen ja, NRS 8 von 10 und eine ausgeprägte Morgensteifigkeit. Wie immer Frage, welche Verdachtsdiagnose haben wir, welchen klinischen Untersuchungsbefund erwarten wir, welche weiteren Untersuchungen sind sinnvoll. Hinweis hier an der Stelle ist im Grunde, dass es sich plötzlich so verschlechtert und eben stärkste Schmerzen sind. Und eigentlich ist es sicherlich zu erwarten, dass er eine akute Bursitis hat und eventuell im Grunde auf Boden einer Tendinitis calcarea. Die Patienten haben meist einen massiven Bewegungsschmerz, Druckschmerz und eine Pseudoparese. Und eigentlich langt uns an der Stelle Röntgen in 3 Schultern, gegebenenfalls Blutbild, CRP und wenn man ganz sicher will, noch ein MRT der Schulter. Die Patienten, die diese stärksten Schmerzen haben, sind häufig in der Phase der Resorption. Also im Grunde das Kalkdepot, hier nochmal die Phasen, in der sich dieser Kalk bildet. Also im Grunde gibt es erst eine Zellumwandlung, eine Verkalkung, aber vor allen Dingen
In der Phase der Resorption haben diese Patienten eben die stärksten Schmerzen. Der Kalk wird resorbiert, bricht in die Bursa ein und wie gesagt, schwerkranke Patienten mit massiven Schmerzen. In dieser Phase der Verkalkung, wo sich die Verkalkungen formieren, haben die Patienten häufig im Grunde nur in Anführungsstrichen einen Pinschwind-Syndrom, leichte Schulterschmerzen. Aber diese Phase ist eben dann hochakut. Und als Orthopäde kann man zu dieser Phase den Patienten auch extrem gut helfen, weil eine lokale Cortisoninfiltration in diese Phase der Resorption wirkt wirklich Wunder und man generiert sich so die dankbarsten Patienten. Auch die Tendinitis calcarea ist eigentlich eine selbstlimitierende Erkrankung, weil nach der Resorption sich häufig das Kalkdepot auflöst. Wenn wir solche Kalkdepots haben und die Patienten haben also ein subakromiales Schmerzsyndrom mit einer Impingement-Symptomatik, dann kann man sehr gut konservativ behandeln, einerseits durch Krankengymnastik, NSRR, aber man kann diese Kalkdepots auch unter Bildwanderkontrolle sehr schön wet needlen. Das heißt, man spritzt das Kalkdepot mit Lokalanästhetikum oder Cortison an. Es ist auch eine Domäne der Stoßwellentherapie, weil auch durch die Stoßwellentherapie man diese Kalkdepots sehr gut auflösen kann. Wenn die Kalkdepots sehr groß sind oder eine massive Impingement-Symptomatik machen, kann man auch diese Arthroskopieren, needeln oder den Kalk ausräumen. Das können Sie hier auf diesem Diagramm sehen. Im Grunde wieder gleiche Vorgang, von hinten arthroskopiert. Und dann kann man subakromial dieses Kalkdepot mit so einem Tasthaken ausräumen. Aber wie gesagt, manchmal wird es auch nur geniedelt und die Bursa entfernt. Das langt häufig auch. Ja, zu Knochenbrüchen und Verletzungen. Im Grunde es gibt Verletzungen und Knochenbrüche am Schultergelenk oder am Schultergürtel, die wir unverändert machen müssen. Operieren müssen, dazu gehören insbesondere die instabilen lateralen Clavicula-Frakturen, weil es eben da häufig zu Pseudarthrosen oder auch potenziell zu Durchschließungen kommt. Hier mal so ein Patient, ein 37-jähriger Patient mit einer 2A-Fraktur. Sowas muss man machen, weil natürlich dieser Dorn bzw. der Knochensprung direkt unter der Haut liegt und solche Frakturen auch ganz schlecht heilen. Ähnliches gilt natürlich auch für ganz schwere Schulter-Eckgelenksverletzungen. Hier mal so eine Rockwood 5. Wo auch die Trapezius-Faszie dann einreißt, muss man versorgen, weil da keine Spontanheilung zustande kommt und das Ergebnis natürlich auch kosmetisch eine Katastrophe ist. Hingegen sind wir bei den Humerus-Kopfbrüchen und das zeigen auch die Meta-Analysen eher ein bisschen zurückhaltender geworden. Früher wurden sehr viele Osteosynthesen durchgeführt, aber die Meta-Analysen sagen auch, dass eigentlich bis zu einer Kopftrümmerfraktur Typ NIR 4, die konservativen Ergebnisse eigentlich vergleichbar sind mit der operativen Therapie, insofern eher heute etwas zurückhaltender. Ich habe noch eine Patientin für Sie mitgebracht, etwas höheren Lebensalter, 67 Jahre, hat begleitend arteriellen Hypertonus, kein auslösendes Ereignis, kein Trauma. Chronische Schulter-Nackenschmerzen beidseits, langsam zunehmend. Schmerzen sind einerseits belastungs- und bewegungsabhängig, alle Bewegungen tun weh, hat aber bei der passiven Untersuchung keine Bewegungseinschränkungen. Ruhe- und nächtliche Schmerzen sehr stark, Schmerzstärke auf der NRS 8 von 10 und hat auch eine ganz erhebliche Morgensteifigkeit. Und immer die gleiche Frage, welche Verdachtsdiagnose haben wir, welchen klinischen Untersuchungsbefund erwarten wir und welche weiteren Diagnosen oder Untersuchungen sind sinnvoll. Beidseitige Schulterschmerzen im höheren Lebensalter lenkt uns immer ein bisschen, vor allen Dingen mit dem entzündlichen Schulterschmerz, lenkt uns immer Richtung Rheuma. Man muss denken sicherlich an eine Polymyalgie Rheumatica oder eine Late-Onset Rheumatoid Arthritis, die auch häufig eben an den Schultergelenken beginnt. Klinischen Untersuchungsbefund erwarten wir eine diffuse Bewegungseinschränkung, eventuell bei einer rheumatoiden Arthritis, synoviale Schwellung der Schultergelenke und bei einer Polymyalgie Rheumatica eben diffuse Druckdolenzen des Deltamuskels und der Oberarmmuskulatur. Natürlich können begleitend noch weitere Symptome auftreten, aber in diesem Falle jetzt nicht. Wir röntgen beide Schultern AP und axial, machen im Labor Blutbild, CRP, Blutsenkung. Ich persönlich mache auch immer eine Serumelektrophorese, um im Grunde zu gucken, ob Alpha-2-Globuline vermehrt sind. Dann Rheumafaktoren, Anti-CCP, um eben die Differentialdiagnose
zwischen Polymyelinrheumatika und Late-Onset-Rheumatoid-Arthritis stellen zu können. Bei der Polymyelinrheumatika, und ich denke, Sie wissen das alles, eine entzündliche Multiorganerkrankung des älteren Menschen, deren Kardinalsymptome eben die akuten morgendlichen Muskelschmerzen in Schultern und Oberarm und oder begleitenden Beckengürtel sind. Es besteht eine Assoziation zu HLA-DR4 und in 30-40% tritt die Polymyelinrheumatika zusammen mit einer Riesenzellarteritis und Arteritis temporalis auf. Hier mal unten die Diagnosekriterien, 3 müssen erfüllt sein. Und wie gesagt, einerseits natürlich der bilaterale Schulterschmerz oder die Schultersteife. Beginn der Beschwerden und Kulmination eben zu maximal in weniger als 2 Wochen, also schon eine akute Erkrankung. In der Blutsenkung in der ersten Stunde mehr als 40 Millimeter. Morgensteifigkeit mehr als 60 Minuten, Alter jenseits des 65. Lebensjahres, Depression und Gewichtsverlust, ähnlich wie bei der Riesenzellarteritis und eben dieser bilaterale Oberarmdruckschmerz. 3 Kriterien müssen erfüllt sein. Was machen wir? Niedrig dosierten Kortisonstoß beginnt so mit 20, 30 Milligramm Prednisolon-Äquivalent. Ist es ansprechend jetzt beweisen, so wie es in der Literatur steht? Nee, natürlich eigentlich nicht, weil eine Rheumatoidarthritis oder ein Infekt würden auch entsprechend auf Prednisolon ansprechen. Wie gesagt, man muss die klinische Symptomatologie natürlich genau prüfen und gegebenenfalls dann MTX als Langzeittherapeutikum, um eben auch Prednisolon zu reduzieren. Ja, ganz kurz, Rheumatoidarthritis nicht vergessen, hier die ACR-Kriterien. Man denkt immer an Hände, Finger, Grundgelenke und auch die Handgelenke oder eben auch die Metatarsophalangealgelenke. Man muss aber doch wissen, dass 20% eben an großen Gelenken, also unter anderem bei den älteren Patienten auch an Schultergelenken beginnen, 15% monartikulär, 30% asymmetrisch und 20% akut fieberhaft. Also auch immer dran denken, beidseitiger entzündlicher Schulterschmerz kann auch immer mal eine Rheumatoidarthritis sein. So, ja, es ist kalt geworden und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe auch jetzt für mögliche Fragen zur Verfügung. Jawohl. Muss runter? Ja. Ja, zunächst Frau Holzapfel fragt, ab wann soll eine Physiotherapie bei der idiopathischen Schultersteife erfolgen, auch in der akuten Phase? Prinzipiell ja, ich würde nur den Schwerpunkt immer, und das werden die Patienten auch berichten, immer auf die Schmerztherapie legen. Und insofern sozusagen wirklich eine intraartikuläre Infiltration mit dem Kortikoid kann die Schmerzen massiv reduzieren, weil sie dadurch auch die Kapsulitis behandelt oder einen entsprechenden niedrig dosierten Kortisonstoß. Also im Grunde beginnen aus meiner Sicht der Krankengymnastik erst, wenn sie eine adäquate Schmerzreduktion, so NRS 3 von 10 haben. Wäre mein Vorschlag. Dazu gibt es aber keine Leitlinien. So, nächste Frage. Ist eine Operation bei einem auf 2 bis 3 Jahre limitierten Krankheitsbild dennoch notwendig? Hängt natürlich mit dem individuellen Leidensdruck zusammen. Sie haben recht, es ist eine selbstlimitierende Erkrankung. Sie müssen sich aber auf der anderen Seite vorstellen, dass das Patienten sind, die natürlich einen ganz erheblichen Leidensdruck haben. Wenn die glenohumerale Gelenksbeweglichkeit aufgehoben ist, ist der Betroffene oder die betroffene Arm weitgehend bewegungsunfähig. Also es gibt viele, die kompensieren das über eine Elevation, aber ehrlicherweise endet die Elevation etwa so in 60 Grad Abduktion und 50 Grad Flexion. Da können sie faktisch mit der betroffenen Hand noch nicht mal eine Tasse aus dem Schrank nehmen. Also ist schon sehr, sehr gravierend und insofern denke ich schon, in Abhängigkeit vom Leidensdruck des Patienten, das muss natürlich immer beraten werden, ist eine Operation durchaus sinnvoll. Herr David fragt, ist wirklich Gadolinium beim MRT
Der nötig erhöht wegen des Aluminiumeinsatzrisikos des Alzheimers deutlich. Die Kapselschrumpf und Impfer mit Verdickung sieht man doch auch so halt nicht so überhöht wie ja, mit Gadolinium. Ist prinzipiell korrekt. Ich empfehle es immer wieder, weil die Patienten werden Ihnen vorgestellt. Sie können natürlich klinisch entscheiden, aber es ist doch ganz wesentlich, weil wir müssen eine Differentialdiagnose machen zwischen der idiopathischen Schultersteife oder wie die Patienten häufig zu uns geschickt werden, mit einem in Anführungsstrichen Impingement-Syndrom mit einer sekundären Schultersteife. Und eben am Ende steht doch sehr häufig eigentlich die Kapsulitis im Vordergrund. Und insofern muss man dann auch entsprechend mit Cortison behandeln, um dem Patienten zu helfen. Also ich halte das Gadolinium für wirklich essentiell. Beziehungsweise wegen der aluminiumartigen Verhaltens muss ich ehrlicherweise sagen, kann ich auch nicht abschließend einschätzen, muss man sicherlich beraten. Ich bin kein Radiologe, aber aus meiner Sicht brauche ich für meine eindeutige Diagnose das MRT der Schulter mit Kontrastmittel. Im Grunde, um auch eine adäquate Therapieanleitung zu machen. Wie häufig und wird der Scalenus-Katheter eingesetzt? Also wir setzen den ja im Grunde postoperativ nach der Narkosemobilisierung, weil es auch psychologisch sehr wichtig ist, dass die Patienten zunächst erstmal schmerzarm, dann wirklich wieder eine Flexion von 150 und eine Abduktion von 140 Grad erreichen. Also das psychologische Moment ist ganz wichtig. Wir begleiten die Cortisontherapie und für zu Hause verordnen wir auch immer noch eine Motorschiene, damit der Patient gleich weiter üben kann. Das war die letzte Frage. Ja. Gibt es noch eine Frage? So. Ja, da bedanke ich mich auch ganz herzlich und leite nochmal zum Dr. Zenz über. Dann, glaube ich, können wir uns langsam auf dieser Dreierrunde von Ihnen verabschieden. Ich darf noch mal kurz hinweisen darauf, dass alles, was hier gesprochen wurde und gezeigt wurde, auf unserer Homepage noch mal nachgeschaut werden kann. Und noch mal der Hinweis darauf, dass Sie bitte Ihre EFN-Nummern alle an die Frau André schicken, dass wir die entsprechenden Punkte auch eingeben können. Ich hoffe, es war für Sie was dabei und ich hoffe auch, dass wir uns hoffentlich nächstes Jahr wieder live sehen, damit Tutzing praxisnah auch sozusagen für uns Ärzte gilt, dass wir uns ein bisschen näher kommen. Mir hat es immer sehr gut gefallen, mal die Leute richtig kennenzulernen, mit denen wir doch eigentlich die Patienten gemeinsam haben. Und in dem Sinne darf ich uns alle hier verabschieden, uns bedanken für die Aufmerksamkeit und wünsche allen alles Gute. Schönen Abend. Schönen Abend.